Untersuchung der Leitfähigkeit von Salzen. Zur Untersuchung der Leitfähigkeit von Salzen verwenden wir in diesem Beispiel Natriumchlorid. Ein Löffel Spartel voll Natriumchlorid wird auf ein Urglas gegeben. Die Batterie ist verbunden mit ein paar Kohleelektroden und einer kleinen Diode. Sollte Strom fließen, leuchtet die Diode. Im festen Zustand fließt kein Strom. Jetzt kommt der Test, ob im flüssigen Zustand Strom fließen kann. Mit Hilfe einer Spritze wird eine geringe Menge Wasser zu dem Natriumchlorid gegeben. Wiederum wird getestet, ob die Diode zum Leuchten kommt. Im vorliegenden Fall sieht man ein schwaches Aufleuchten der Diode. Bei dem hellen Hintergrund ist das natürlich schwer zu erkennen.